Der Quantenradierer. Photonen im Mach-10er Interferometer. Quantenobjekte sind schon komische kleine Biester. Hier hat uns die Natur eine richtige Nuss zum Knacken gegeben. Am Beispiel der Photonen im Mach-10er Interferometer möchte ich euch zeigen, welche eigentümlichen Probleme auftreten, wenn man die experimentellen Befunde verstehen möchte. Klären wir zunächst, was ein Interferometer ist. Im Kern geht es darum, eine Welle mindestens zwei verschiedene Wellengänge aufzuteilen und später wieder zusammenzuführen. Dabei tritt dann Interferenz auf, die wir etwa in einem Detektor beobachten können. Im Gegensatz zum berühmten Doppelspalt sind hier die Wege räumlich deutlich voneinander getrennt. Die Herren Mach und Zehnder haben sich dazu den folgenden Aufbau ausgedacht. Sie nehmen eine Welle, üblicherweise Licht, gerne von einem Laser erzeugt, und trennen sie in einem Strahlteiler. Das ist etwa eine Glasscheibe, die das Licht ja zum Teil reflektiert und zum Teil durchlässt. Ihr habt übrigens wohl schon an der Bezeichnung Strahlteiler 1 bemerkt, dass es noch einen zweiten geben muss. Nach diesem Strahlteiler 1 läuft folglich ein Teil des Lichts geradeaus nach rechts weiter, der andere nach oben. Nun werden zwei Spiegel eingebaut. So. Mit der Folge, dass die Strahlen in Form eines Rechtecks wieder zusammenlaufen. Da, wo sie aufeinandertreffen, platziert man nun den zweiten Strahlteiler. Als Folge überlagern sich die Wellen wieder und laufen nach rechts und nach oben weiter. An mindestens eine Stelle wird dann der Detektor gestellt. Und das kann im einfachsten Fall ein Blatt Papier sein, auf dem man die Interferenz sehen kann. Aber hier kann man natürlich auch genauer Messinstrumente, wie etwa ein CCD-Chip, einsetzen. Und das Ganze lässt sich auch mit Hilfe von zwei optischen Schienen leicht auf einem Tisch aufbauen. Und wenn man dann den Aufbau gut ausjustiert, was meistens den größten Teil der Aufbauzeit in Anspruch nimmt, dann erhält man so ein ringförmiges Interferenzbild. Soweit, so gut. Schauen wir uns nun an, was man mit einem empfindlichen Detektor und einer sehr schwachen Beleuchtung messen kann. Die Zellen des Detektors weisen dann einzelne Treffer an verschiedenen Stellen nach. Das heißt, hier muss ein Lichtpartikel, oder besser gesagt ein Lichtquant, ein Photon, angekommen sein. Jedes Photon überträgt seine ganze Energie auf eine einzige Stelle auf dem Schirm. Eine derartig klar lokalisierte Wirkung ist typisch für das Teilchenmodell. Denn eine Welle würde ja von Anfang an das ganze Interferenzbild erzeugen, wenn auch natürlich erstmal nur sehr schwach. Die Stellen sind scheinbar willkürlich verteilt. Es ist überhaupt nicht vorhersagbar, wo das nächste Photon registriert werden wird. Übrigens ist der Grund der fehlenden Vorhersagbarkeit nicht durch schlechtes Equipment gegeben. Nein, der liegt vielmehr in der Natur der Sache selbst. Und auch das bereitete den Physikern schon viel Kummer. Sie haben es eben gerne, wenn ein wiederholt durchgeführtes Experiment auch immer wieder das gleiche Ergebnis liefert. Aber den Gefallen an dieses deterministische Weltbild, den tun ihnen die Quanten nicht. Lassen wir den Versuch mal weiterlaufen. Dabei stellt man fest, dass manche Bereiche häufiger getroffen werden als andere. Und bald erkennt man, dass die Häufigkeitsverteilung der Photonen dann das Interferenzbild ergeben. Das heißt, dass man einzelnen Photonen eine Wahrscheinlichkeitsverteilung zuordnen kann, in welchen Bereichen sie auf dem Schirm häufiger auftreffen und in welchen seltener. Bei vielen Photonen wird dann aus der Wahrscheinlichkeitsverteilung eine Häufigkeitsverteilung. Und damit haben wir schon die erste typische Quanteneigenschaft. Es entstehen bei Mehrwege-Experimenten Interferenzmuster, was typisch für Wellen ist. Aber diese Muster bestehen aus einzelnen Auftreffpunkten, was typisch für Teilchen ist. Quanten sind also keine Wellen, denn sie haben Teilcheneigenschaften. Quanten sind aber auch keine Teilchen, denn sie haben Welleneigenschaften. Quanten sind, nun ja, Quanten, sprich etwas Neues, das Eigenschaften beider Welten in sich trägt. Das ist faszinierend und schreit nach weiteren Untersuchungen. Etwa stellt sich die Frage, welches Photon auf dem Bildschirm welchen Weg geflogen ist. Sind sie auf dem Bildschirm völlig willkürlich verteilt angekommen oder ist ein Musterinterferenzbild erkennbar? Irgendetwas, was uns hilft, diese Vorgänge besser zu verstehen. Wie können wir das rausfinden? Wir müssen die Photonen unterwegs irgendwie markieren. Eine Eigenschaft, die das Licht hat, ist, dass es eine transversale Welle ist. Sprich, die Schwingungsebene ist senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Dass es in Wirklichkeit zwei Ebenen aus elektrischen und magnetischen Feldrichtungen gibt, ist hier nicht relevant und lassen wir der Einfachheit halber dazu mal unter den Tisch fallen. Durch Polarisationsfilter kann ich dafür sorgen, dass es nur eine Schwingungsebene des Lichtes gibt, sprich, dass alle Photonen in der gleichen Richtung polarisiert sind. Und das wäre ein solcher Marker.
Wie ich das später messe, kann ich mir dann auch noch überlegen. Jetzt baue ich einfach erstmal zwei solche Filter auf den beiden Wegen ein. So. Das Einbringen der beiden gleich eingestellten Polarisationsfilter ändert im Vergleich zum bisherigen Experiment fast gar nichts. Der einzige Unterschied ist, dass die Polarisationsfilter einen Teil der Photonen absorbieren, sodass es länger dauert, bis sich wieder das gleiche Interferenzmuster zusammensetzt. Drehe ich nun beide Polarisationsfilter um 90 Grad, ist das Ergebnis wieder das gleiche. Solange beide Polarisationsfilter in dieselbe Richtung zeigen, ergibt sich immer das gleiche Interferenzbild. Nun kommen wir zum eigentlich interessanten Punkt. Wir stellen einen Polarisationsfilter horizontal ein und den anderen vertikal. Dadurch kann nun den Photonen durch die Polarisation nachgewiesen werden, welchen Weg sie genommen haben. Sofort fällt aber auf, das Interferenzbild ist weg. Aus wellentheoretischer Sicht ist das überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, es ist logisch. Denn wann entsteht zum Beispiel destruktive Interferenz? Wenn ein Wellenberg der einen Welle auf ein Wellental der anderen Welle zusammentrifft und umgekehrt, sodass die beiden sich gegenseitig die ganze Zeit auslöschen. Aber wenn die beiden Schwingungsebenen senkrecht aufeinander stehen, also so und so, dann kann das gar nicht passieren. Also soweit alles einsichtig. Wir haben aber keine klassischen Wellen vorliegen, sondern Quanten. Und hier entstehen jetzt Probleme. Ich fasse nochmal zusammen. Sind beide Filter vertikal eingestellt, gibt es eine Interferenz. Sind beide Filter horizontal eingestellt, gibt es auch eine Interferenz. Aber wenn ein Filter horizontal und der andere vertikal eingestellt ist, dann nicht. Das heißt also, dass für das Entstehen der Interferenz die Einstellungen beider Filter relativ zueinander entscheidend ist. Stellen wir uns nun also ein Photon vor, das in der Quelle erzeugt wird und am Schirm ankommt. Wir gehen also davon aus, dass es irgendwie durch das Interferometer fliegt. Und da wir dort zwei Wege anbieten, wird es wohl einen davon nehmen. Sagen wir Weg A. Das Photon fliegt also geradeaus durch den ersten Strahlteiler und trifft auf den Polarisationsfilter. Diesen durchdringt es und gelangt schließlich über den Spiegel und den zweiten Strahlteiler auf den Schirm. An dem Polarisationsfilter im Weg B kommt es nicht vorbei. Aber spätestens am Schirm muss sich eingestellt haben, ob das Photon willkürlich irgendwo auf dem Bildschirm landet oder ob es interferenzfähig ist. Das heißt, für manche Bereiche höhere Auftreffwahrscheinlichkeiten hat als für andere. Die Frage aber ist, woher weiß das Photon, wie es sich richtig am Schirm verhält? Es müsste ja irgendwie den Polarisationsfilter auf dem Weg B wahrgenommen haben. Das gilt übrigens genauso, wenn wir annehmen, dass es den Weg B entlang geflogen ist. Auf eine magische Art und Weise müsste es wissen, wie der Polarisationsfilter auf Weg A eingestellt ist, damit es sich am Schirm passend verhalten kann. Magie wird als Erklärungsgrund in der Physik nicht so gern gesehen, auch wenn es gerade bei Quanten oft einem so vorkommt. Eher denkt man rückwärts, ob eine falsche Annahme zu einem voreiligen Schluss geführt hat. Und die Annahme, die wir hier gemacht haben, ist die, dass das Photon einen Weg entlang fliegt. Das fällt jetzt richtig schwer, aber offensichtlich ist diese Annahme falsch. Das Photon muss irgendwie beide bzw. alle Wege berücksichtigen, um sich am Schirm richtig verhalten zu können. Man kann es im Interferometer nicht auf einen der Wege festlegen, was die Physiker als Nicht-Lokalität bezeichnen. Diese Schlussfolgerung zu akzeptieren, das widerstrebt jedem, sehe ich ein. Suchen wir also nach einem Ausweg. Ein Rettungsversuch ist der Gedanke, dass sich das Photon eben doch im Strahlteiler teilt, beide Wege entlangläuft und spätestens am Schirm sich wieder zusammensetzt. Dazu haben 1986 die französischen Physiker Grangier, Roger und Aspect einen Versuch durchgeführt. Sie haben zunächst eine Quelle gefunden, die stets zwei Photonen in verschiedene Richtungen emittiert. Sie ist so eingestellt, dass eines davon in das Interferometer eintritt und das andere nicht. In die beiden Wege dort haben sie Photonendetektoren gestellt, die zählen können, wie viele Photonen eintreffen. Einen dritten Zähler haben sie dort aufgestellt, wo das andere von der Quelle ausgesendete Photon registriert wird. Und damit wissen sie, dass immer dann, wenn der Zähler Nummer 3 ein Photon registriert, ein anderes Photon in das Interferometer geschossen wird. Hier sind beispielsweise 532 Photonen in das Interferometer eingedrungen. Und das Ergebnis? Jedes Photon wird an einem der beiden Detektoren im Interferometer registriert, nie an beiden. Damit ist die Leitfrage des Versuchs beantwortet. Nein,
Das Photon teilt sich nicht. Es ist zum Verrücktwerden. In dem einen Experiment muss es die Eigenschaften aller Wege kennen, in dem anderen Experiment ist es nur auf einen der beiden Wege. Aber so ist nun mal die Sachlage. Und die führt zu den folgenden Schlussfolgerungen. Erstens, Quanten haben Welleneigenschaften und Teilcheneigenschaften. Damit sind sie aber weder das eine noch das andere. Zweitens, gibt es Experimente, in denen sie mehrere Wege zur Verfügung haben, so verhalten sie sich am Schirm so, als würden sie alle kennen. Sie lassen sich nicht auf einen der Wege zuordnen. Das ist die Nichtlokalität. Das gilt übrigens auch etwas allgemeiner. Gibt es mehrere mögliche Zustände für ein Quantenobjekt, etwa ob es sich in die eine oder in die andere Richtung bewegt, so kann man es nicht auf einen Zustand festlegen, sondern es nimmt alle gleichzeitig ein. Das bezeichnet man als Superposition. Schrödinger hat in einem berühmten Gedankenexperiment etwa geschafft, dass sogar ein Nicht-Quantenobjekt wie eine Katze durch eine Kopplung an ein Quantenobjekt in einer geschlossenen Kiste in die Superposition kommt und gleichzeitig tot und lebendig sein kann. Also die beiden Katzenzustände. Das haben übrigens die Kollegen von 100 Sekunden Physik in einem sehr schönen Video erläutert, sodass ich das hier nicht auch nochmal ausführen muss. Dass die Katze in der Superposition ist, nützt weder ihr noch dem Forscher, denn er kann nicht nachprüfen, wie es der Katze dabei ergeht. Das verhindert die dritte Schlussfolgerung. Wenn man misst, bricht alles zusammen. Im Beispiel des Interferometers verschwindet die Interferenzfähigkeit. Allgemein gesprochen geht die Superposition flöten. Die Katze würde durch das Nachschauen dann eindeutig tot sein oder lebendig und dann wohl auch ziemlich sauer. Das Problem nennt man Komplementarität. Entweder man hat die Welleneigenschaften bzw. Superposition oder man hat die Information über den Zustand bzw. Weg. Aber niemals beides. Das ist alles schwer fassbar. Aber so ist die Sachlage. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video trotzdem einen guten Einblick in die Welt der Quanten geben und verabschiede mich damit von euch. Viel Erfolg beim Lernen und Verstehen. Macht's gut.